Schnell, einfach und präzise. Mit dem CS3600 scannen Sie auf Expertenniveau. Ob das wirklich stimmt, wollen wir heute herausfinden. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von D2D. Wenn man den Carestream CS3600 das erste Mal auspackt, fällt einem sofort die ungewöhnliche Form auf. Er ist geformt wie ein schöner Flusskiesel, wie ein Handschmeichler. Und genauso gut liegt er auch in der Hand. Über die verschiedenen Scan-Aufsätze bietet er einem die Möglichkeit, ihn sowohl hochkant als auch im Querformat in der Hand liegen zu haben. Das Querformat ist übrigens deutlich angenehmer. Als dritte Scan-Spitze wird euch eine kleine Spitze mitgeliefert für kleine Patientenmünder. Sehr sinnvoll. Mit im Lieferumfang enthalten ist die Scan-Software ScanFlow, die serverfähig ist. Aufgemerkt. Schönes Tool, könnt ihr auf eurem Server installieren, müsst euch nur noch in eure Endgeräte einstecken mit dem Scanner und könnt sofort loslegen. Mitgeliefert werden 10 Lizenzen, die fliegend sind, und ich glaube, damit kommt eigentlich jede Praxis gut aus. Weiteres Tool: Es ist eine integrierte VDDS-Schnittstelle mit dabei, die euch die Interaktion mit eigentlich sämtlichen gängigen PVS-Systemen, die auf dem Markt sind, ermöglicht. Das Ganze erhaltet ihr zu einem Preis von 15.990 Euro bei der Firma Bego. Gibt es auch zum Teil etwas teurer, müsst ihr ein bisschen aufpassen. Es gibt verschiedene Softwarepakete. Da wirklich darauf achten, dass ihr das große Softwarepaket mit allen Modulen habt. Ein weiterer Punkt für alle Sparfüchse: Die autoklavierbaren Spitzen gibt es im 5er-Pack zum Preis von 300 Euro. Ich glaube allerdings, ihr werdet lange brauchen, bis ihr neue Scan-Aufsätze braucht. Die Dinger halten mindestens 150 Autoklaviervorgänge. So, ich habe euch viel über den Scanner erzählt. Es geht los. Chance für all euch Sparfüchse da draußen. 400 Euro Materialgutschein beim Kauf von einem Form 3B. Link unter diesem Video zur Goldquadratseite. Daten eintragen und glücklich sein. Bleibt dran. Im ersten Moment wirkt der quere Scan-Aufsatz etwas ungewöhnlich. Ich muss aber sagen, dass ich ihn deutlich angenehmer finde. Wenn der Scanner hochkant in der Hand liegt, habe ich deutlich mehr Gewicht auf der Rückseite meiner Hand, was das Scannen deutlich schwieriger macht. Wenn Carestream-User unter euch sind, schreibt mir doch in die Kommentare, wie ihr scannt. Querformat oder Hochformat? Würde mich freuen. Wenn man die Scan-Software das erste Mal öffnet, hat sie den Charme von Windows 95. Sie wirkt ein bisschen altbacken, sie ist sehr reduziert. Man muss im Prinzip nur Patientennamen, Geburtsdatum und Geschlecht eintragen und kann sofort mit dem Scannen loslegen. Der Scanner selber arbeitet mit dem sogenannten Bild-Video-Sequenz-Verfahren. Das heißt, er macht immer dreieckige Aufnahmen, die übereinander gelegt werden. Und dadurch ist es angeblich möglich, dass man nicht einem festen Scan-Protokoll folgen muss. Im ersten Moment wirkt der Scanner im Mund etwas langsam und träge. Das liegt aber daran, dass im Hintergrund die ganze Zeit die Rohdaten überprüft und korrigiert werden. Über diese gelb schraffierten Flächen, die man im Video sieht, werden diese Fehlstellen auskorrigiert. Was mir sehr gut gefällt, ist der Hinweis auf Fehlstellen im Scan. Mittels Pfeilen zeigt mir die Software, wo die Software gerne nochmal einen zusätzlichen Scanvorgang hätte, um so ein optimales Scanergebnis zu erzielen. Aber das absolut beste Tool in der Scan-Software ist meiner Meinung nach die Tatsache, dass es endlich möglich ist, den Pre-OP-Scan im Biss zu fixieren. Das heißt, bevor ich den Bohrer in die Hand nehme, mache ich wie üblich meinen Pre-OP-Scan, mache den Biss und fixiere ihn so. So habe ich nachher die Möglichkeit, dass ich nur noch die präparierten Stümpfe nachscannen muss. Sollte ich beim Präparieren die Stützzone aufgelöst haben, wird mir trotzdem mein Biss von vorher übernommen und bis zum Ende durchgeführt. Ein Tool, das Flo und ich uns schon lange wünschen. Wie das Ganze im Patientenmund funktioniert, zeige ich euch jetzt. Unsere treuen User haben sicherlich schon Flo vermisst. Hier ist er endlich und stellt sich zur Verfügung. Flo soll heute eine Schiene von mir erhalten, hat sich schon mal freigemacht. Auf geht's. Wie auch am Modell, das Ganze wirkt etwas träge. Was mir allerdings sehr gut gefällt: Speichel beeinflusst den Scan ziemlich wenig. Da geht er sehr gut drüber hinweg. Der Scanner arbeitet mit einer Tiefenschärfe von bis zu 12 mm. Damit kriegt man auch subgingivale Präparationen ganz gut aufgenommen. Auch hier wieder mit dem Pfeil werde ich darauf hingewiesen, wo ich einen Korrekturzug machen soll. Wie man hier sieht, ich folge jetzt gerade nicht meinem üblichen Scan-Protokoll. Und trotzdem bekommen wir einen auf den ersten Blick sauberen Scan. Gut zu erkennen in diesem Fall jetzt die gelb schraffierten Flächen,
Hier rechnet die Software gerade im Hintergrund. Wir nehmen jetzt den Biss. Da wir einen Full-Arch-Scan machen, nehme ich gleich zwei Bisse. Hier soll man jetzt im ungefähr Eckzahn-prämolaren Bereich einmal vom Oberkiefer zum Unterkiefer runterziehen. Wichtig dabei, dass man die Gingiva mitnimmt. Dasselbe jetzt noch einmal auf der Gegenseite. Wir kommen zu meinem Fazit über den Carestream-Scanner. Der Scanner funktioniert ordentlich. Er liegt gut in der Hand. Das Videosequenzverfahren, wodurch man keinem festen Scan-Protokoll folgen muss, funktioniert auch. Aber der herausragende Punkt für mich ist wirklich die Übertragung des Pre-OP-Bisses bis zum Ende der Restauration, ohne einen zusätzlichen zweiten Scan anfertigen zu müssen. Wirklich toll. Den Vergleich mit einem ähnlich teuren Scanner, nämlich den Medit i500, findet ihr übrigens irgendwo hier. In dem Sinne, bleibt uns treu und bleibt gesund.